Schwerin, 24. Februar 2023, Ludwig Bölkehaus, Sitz der IHK zu Schwerin. Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach begrüßt Stefan Hesse, Erzbischof des Erzbistums Hamburg. Hier begrüßt er ein Forschungsteam des Universitätsklinikums Ulm. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentierten die Ergebnisse einer dreijährigen Studie zur Aufarbeitung und Dokumentation des sexuellen Missbrauchs von katholischen Priestern und anderen im Dienst der katholischen Kirche stehenden Personen an Minderjährigen in Mecklenburg in der Zeit von 1946 bis 1989. Geleitet wurde das Projekt von Professorin Manuela Dudek, ärztliche Direktorin der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. In ihrem Vortrag ging es um differenzierte Formen von Gewalt, von sexualisierter Gewalt bis zu psychischer Gewalt. 40 Fälle konnten ermittelt werden, eine hohe Dunkelziffer wird vorausgesetzt. Mit 13 Menschen wurden Interviews geführt. Hier ein Auszug zum Thema multipler Gewalt, das heißt verschiedene Formen der Gewalteinwirkung auf Kinder und Jugendliche. Im Durchschnitt waren die Betroffenen 10 Jahre alt. Der Missbrauch hielt im Durchschnitt über 5 Jahre an. Wir hatten hier so einen Bauern im Ort und wenn wir zu dem gefahren sind, dann gab es manchmal Entenbraten mit Klößen. Und hinterher haben wir uns in die Ehebetten gelegt und Mittagsschlaf gemacht. Ich fand es auch nicht schön, ich weiß das noch. Aber auf die Idee, sich dagegen zu wehren und ich will nicht, nee, man ist damals nicht drauf gekommen. Und hier sehen Sie, dass es sich selbst bei alltäglichen Dingen in einer Erziehungssituation um eine Verletzung der Integrität des Körpers an den intimsten Körperstellen handelt und wie ich vorhin sagte, in einer Atmosphäre, wo sexualisierte Gewalt und Missbrauch alltäglich waren. Der nächste Punkt ist die psychische Gewalt. Hier haben wir die Nummernkontrolle, die hört sich erst einmal banal an, aber das ist es nicht. Wer nicht da war, konnte sich sicher sein, dass da etwas passierte. Drohen mit schlechter Sterbestunde, Fegefeuer, Hölle und Teufel. Oder solche Sachen wie Plumpsklo abschöpfen und putzen, auch das gehört nicht zur Erziehung von jungen Menschen dazu, nicht früher, nicht heute. Und Bloßstellung. Ich lege sehr viel Wert auf die Erhebung der psychischen Gewalt, weil wir in der Forschung um Traumatisierung aus den letzten 50 Jahren sehr deutlich wissen, dass psychische Gewalt genauso große Wunden reißt wie körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt. Auch die Perspektive der Beschuldigten wurde untersucht, ebenso die sogenannten Mitwisser in den Gemeinden. Im Fokus der Studie standen aber die Opfer, die Taten selbst und die Folgen der unterschiedlichen Gewaltformen. Die Folgen hatten oft Auswirkungen auf die gesamte Lebensgestaltung, einen Vertrauensverlust bis hin zu psychischen Erkrankungen. Die Veranstaltung im Schweriner Ludwig-Bölkow-Haus wurde über die Universität Ulm online gestreamt und ist unter dem eingeblendeten Link noch bis zum 10. März 2023 verfügbar. Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung zum sexuellen Missbrauch von katholischen Priestern und anderen im Dienst der katholischen Kirche stehenden Personen an Minderjährigen in Mecklenburg-Vorpommern in der Zeit von 1946 bis 1989 sehen Sie nächsten Dienstag.